Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang, beziehungsweise da kommen wir gar nicht lang, okay. Geht's hier runter? Da kamen wir in den ersten Stock wieder zurück. Ging es nach oben noch? Ich glaube nicht, oder? Genau, hier war zu. Ich glaube, unser Hausmeister ist komplett damit beschäftigt, alles wieder aus- und zuzumachen und die Türen zu schließen. Da ist er uns völlig vernachlässigt. Hier ist noch alles offen. Jetzt ist eigentlich der Hausflur am gruseligsten, weil der am dunkelsten ist. Oh! Ah, falsche Richtung. Nee. Lach doch nicht so böse. Au. Hilfe. Hat er mich doch tatsächlich erwischt? Mr. Humpelfred. Wo kamen wir denn nochmal in Hauptgebäude 2? Bin gerade verwirrt. Warte. Kann man nicht da in Hauptgebäude 2? Eigentlich? Turngeräteraum? Eigentlich doch schon von da, oder nicht? So ist er lang. Man hört ihn, man sieht ihn aber nicht. Ist auch cool. Hatten wir geöffnet. Hier war's. Jetzt so. Dreizehnmal schlug der Blitz in den Blitzableiter auf dem Dach des Hauptgebäudes ein. 13 ist eine Unglückszahl. Das schauen wir mal kurz. Nee, nicht Dokumente, Rucksack. Was haben wir denn überhaupt noch? Nein! Jetzt haben wir diese ganzen Items wieder. Hä, warum denn? Wieso haben wir denn die Kärtchen? Die habe ich doch eingesetzt. Die Gleichung haben wir aber noch. Nein, wir sind doch gar nicht gestorben. Wieso haben wir denn hier die Teile des Kursplatzes noch? Ha!
Wir haben eine Geisterglocke, wir haben einen Morsecode, wir haben eine Kreide. Wir haben eine Schreibmaschinentaste. Einen Holzgriff, der irgendwo eingesetzt werden kann, um sich einen bisher unerreichbaren Ort zu bringen. Wir haben Stecknadeln, wir haben Gewichte. Mit der Spinne müssen wir auch noch irgendwas machen. Optikerlinse. Optikerlinse. Das hatten wir doch im Krankenzimmer. Können wir da irgendwas machen? Was ist der Vogel schon wieder da? Verkrümel dich doch mal, ich bin hier nicht. Das ist alles pure Einbildung. Warte mal, Karte. Krankenschwesterzimmer, das müsste doch gleich hier sein eigentlich. Wir sind jetzt ganz unten. Kollege. Sie nickt. Wieso? Mann. Verkrümel dich doch, so wie im Hauptgebäude 1. Das war voll schön. Da hatte ich schön meine Ruhe, konnte entspannt überall durch die Gegend laufen. Ich musste jetzt wieder überall das Licht anmachen, damit er richtig schön abgelenkt ist, glaube ich. Natürlich schleicht er jetzt genau da lang, wo ich eigentlich mal kurz hin möchte. Keiner da. Könnte ich da schon irgendwas machen? Nee, da fehlte mir noch die rechte Seite. Okay. Dann geht hier natürlich noch nichts. Rucksack. Die Schreibmaschinenstücke, wo könnten die denn gewesen sein? Raum der Nachtschicht? Nein. Zweiter Stock. Zweiter Stock klingt ganz gut. Ich bin auch mutig, hier mit Feuerzeug an lang zu gehen. Es könnte ja dann hier irgendwo sein, oder? Schreibmaschine. Schreibmaschine, wo bist du? So, das waren nur meine Zahlen. Noch mehr Zahlen. Wow. Du warst doch eben gerade noch oben.
Mann. Hier werden schon wieder Schreibtische verschoben. Kümmer dich mal lieber darum. Wie verrückt irgendwer die Tische. Das ist ihm aber egal. Der Vogel schon wieder hier. Mann, 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 Mann. Da komme ich schon mal nicht ran. Karte. Büro der Schulverwaltung. Schon mal nicht. Nur lass mich raten, er wandert jetzt hier natürlich ganz gemütlich lang. Oder auch nicht. Wieso höre ich ihn denn, wenn er gar nicht hier ist? Oh, doch, da ist er ja. Leise. Mist, der Hinkefuß. Ich müsste noch einen Raum weiter, bitte. Hinke mal schnell dran vorbei hier. Dann können wir uns hier noch mal kurz umschauen. Aber hier war, glaube ich, nichts weiter. Oh, braucht noch jemand Fußball? Hier sind vielleicht drei Stück. Was auch immer die hier im Fakultätsbüro zu suchen haben. Überall Schränke, die ich noch nicht aufbekomme. So, bist du jetzt mal vorbeigehinkt? Darf ich jetzt? Schaut gut aus. Jawohl, hier war die Schreibmaschine. Oh, da fehlt noch was. M und N fehlt noch. Oh nein! Wo könnten die denn schon wieder sein? Das sind so kleine Puzzleteile. Aber habe ich die jetzt abgegeben? Nein. Okay. Ich dachte eigentlich, wir haben alles durchgeschaut, aber anscheinend nicht. Da ist auch noch zu. Dokumente.
Notizen Weltzeit, das hatten wir auf alle Fälle. Als ich ins Büro des Vorsitzenden ging, sah ich einen Tresor. Drama eines Mädchens. Fehlen uns aber, glaube ich, noch Pinnnadeln für. Pendeluhr steht Kopf. Seine Stimme soll der Schlüssel sein. Der Schlüssel zum Geheimnis des Musikzimmers. Pendeluhr steht Kopf. Ha. Wow. Hallo auch. Schockschwere Not. Gut, jetzt sind wir vor dem Hausmeister erstmal wieder safe. Jetzt gehen wir wieder zu dem anderen. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie was finden. Irgendwo muss es ja schließlich weitergehen. Die Frage ist bloß, wo? In den letzten Jahren wechselten die Musiklehrer häufig und im Moment ist die Stelle unbesetzt. Tja, woran das bloß liegt, wenn im Musikzimmer schon Blut auf die Tastaturen des Flügels tropft. Verstehe ich auch nicht, warum. So. Leermittel, Schaltraum. Ich würde sagen, wir machen wie immer einfach erstmal über Licht an. Wo sind denn die Lichtschalter? Oh! Hallo auch. Ah! Ah, wieso war denn die Tür da auf? Mann, zwischen dem jetzigen Unterrichtsgebäude und dem Hauptgebäude gab es einmal einen verwunschenen Weiher. Ah! Böser Hausmeister. Das Uhrenrätsel haben wir ja schon gelöst. Das mit der Waage noch nicht. Da haben wir aber auch noch nicht genug Gewichte. Au! Rucksack, Heilung. Essen. Besser. Bin ich denn gerade? Karte. Ach, Kollege. Lass mich doch hier einfach mal in Ruhe durch die Gegend wuseln. Sie ist nicht so düster.
Na, wo bist du? Okay. Tschüss. Bumsklöschepper. So, wo sitzt du jetzt weiter da unten lang? Wieso ist denn in dieser Ecke hier so dunkel? Der einsame Feuerlöscher. So, euch haben wir im Nebengebäude schon gemacht. Oh, warte mal. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dokumente. Als ich ins Büro des Vorsitzenden ging, sah ich ein Tresor. Das Passwort besteht aus Zahlen, Symbolen und Bildern. So etwas habe ich in der Schule schon einmal gesehen. Dem außer, wer einen Tresor besetzt, der bewahrt auch Geheimnisse. Wir sollten am Montag darüber reden. Das habe ich in der Schule schon mal gesehen, echt? Wo habe ich das denn schon mal gesehen? Zahlen. Warte mal, das sind die Augenlinsen? Tiere? Wo haben wir denn so eine Tiere gesehen? Das sind einfach nur so koreanische Symbole. Was könnte das? Warte mal. Rucksack, wichtige Gegenstände. Eine CD haben wir auch noch. Genau, bei Optikerlinse, da war auf alle Fälle das eine Symbol. Teilkurs Mathematik, könnte das da irgendwie abgebildet sein? War das sowas? Hier ist so eine Spinne, ist nicht abgebildet, oder? Nur ein Schmetterling vielleicht? Aber was denn für eine Zahl? Zwei bis sieben. Also es könnte zumindest vielleicht das Symbol sein. Oder das da. Eher noch. Aber ansonsten. Gut, dann haben wir aber hier auf alle Fälle noch ein Geheimnis zu lüften. Geisterglocke. So, er wuselt natürlich da unten lang, wo wir eigentlich lang wollen. Dann gehen wir halt wieder woanders lang, wie immer. Gibt es hier nicht auch irgendwie so einen Computerraum? Ich habe nämlich gerade gesehen, wir haben noch eine CD. Können wir damit vielleicht irgendwas machen? Hier war nur Hörakustik. Der Lichtschalter. So, hier ist doch Computerraum. Hier haben wir doch noch unseren komischen Computer gehabt. Können wir hier irgendwas machen?
Haha, was sage ich? CD. Aktueller was? Das Dokument wurde gedruckt. Okay, dann zeig mal her. Was gibt's denn hier Schönes? Inhalt der CD. Wer auch immer dies findet. Ich hoffe, dass niemand diese Worte lesen wird. Allerdings glaube ich, dass mein Wissen über die Geheimnisse der Schule denjenigen nutzen wird, die die Wahrheit enthüllen wollen. Ich schreibe dies aus persönlicher Erfahrung, meinen Nachforschungen sowie meinem Wissen in den Orientwissenschaften heraus. Einige mögen glauben, ich sei verrückt, aber ich glaube an meine Erkenntnisse und erachte sie als absolut wahr. Vor 6 Jahren begann ich einen Lehrauftrag an der Yeongju High School. In dieser Zeit erlebte ich Dinge, die ich nie vergessen werde. Ich spürte schon immer, dass mit dieser Schule etwas nicht stimmte. Zuerst einmal ist der Standort der Schule schon kaum ideal. Die Energien des Yin und Yang verweben sich mit dem Terrain und erschaffen einen starken, natürlichen Energiefluss. Das an sich wäre nicht schlimm, doch die unsteten Energien all dieser Teenager haben den Energiefluss gestört und ins Negative gekehrt. Die Schule war sich dessen nicht bewusst und fand keine Erklärung dafür, warum sich so viele Unfälle ereigneten. Schließlich suchte sie Hilfe bei einem Experten für Feng Shui, der spezielle Marken herstellte, um die stürmischen Energien dieses Ortes einzudämmen. 5 Marken, eine für jedes Element, wurden gemäß der Repulsionstheorie in der Schule verteilt, um eine sehr starke Barriere zu erschaffen. Diese Barriere konnte den Energiefluss unterdrücken und die Schule wurde stabilisiert. Doch dies hielt nicht lange an. Während meiner Untersuchung der übernatürlichen Phänomene dieser Schule merkte ich schnell, dass sie auf die starken Energien vor Ort zurückgingen. Und zwar war die Barriere der Ursprung des Ganzen. Die Marken der Barriere wurden aus Pfirsichholz gefertigt. Dieses Holz eignet sich dafür, böse Geister abzuhalten. Das führte jedoch dazu, dass sowohl die Geister der Schule als auch der gestörte Energiefluss in der Barriere eingesperrt waren und sich von der Energie der Lebenden nährten. Die Schule wurde zu einem Ort, an dem die Welt der Lebenden und die der Toten überlappten. Ich konnte es kaum glauben, auch wenn ich es selbst gesehen habe. Als ich es begriff, kam mir eine interessante Idee. Nutzt man die verzweigte Natur dieses Ortes und die in der Barriere gefangene Energie, so könnte man die Seele eines Toten in den Körper einer lebenden Person verfrachten. Diese ebenso plötzliche wie skurrile Eingebung faszinierte mich. Jeden Tag überlegte ich, wie dies beweisbar wäre. Und je mehr Zeit verstrich, desto stärker wurde mein Wunsch, es zu testen. Als der Frust mich schon zu übermannen drohte, kam sie zu mir. So wird das Ritual durchgeführt. Nur ein Geist mit einer intakten Seele kann wiederbelebt werden. Also muss dies vor dem Ritual sichergestellt werden. Der erste Schritt ist es, die Marken zu finden und zu deaktivieren. Dieser Prozess muss dem Repulsionszyklus der 5 Elemente folgen und in einer Vollmondnacht geschehen. Zudem wird ein passender Körper als Gefäß für den Geist benötigt. Der Geist bestand auf einem bestimmten Körper, doch je mehr Zeit verging, desto mehr fürchtete ich mich. Ich zweifelte nicht an der Theorie, nein. Ich fürchtete, es würde funktionieren. Ich wusste, wenn bei dem Ritual etwas schief ging, würde sich eine furchtbare Katastrophe ereignen. Die Barriere würde zerbersten und die Macht in ihrem Innern entfesseln. Sollte das passieren, müssen die Marken in der Reihenfolge des Harmoniezyklus der 5 Elemente entfernt und an einem Ort platziert und mit der Macht von Yin und Yang vereinigt werden. Eine Barriere mit der Macht von Yin und Yang und allen 5 Elementen könnte die Geister zumindest eine Weile in Schach halten. Das wäre dann die einzige Hoffnung. Super, also haben wir es dir zu verdanken, oder was? Nur weil du deinen Wissensdurst stillen wolltest. Super. Und dann sind wir schon wieder ein bisschen schlauer geworden, würde ich sagen.